Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und das gleich mit zwei Chars. Einmal mit meinem Druid und mit meinem Evoker. Mit dem Evoker war ich nämlich im Raid unterwegs, um mal wieder dieses Evoker Legendary vom Endboss zu kriegen. Und dementsprechend haben wir da auch einen kleinen Vault, den wir aufmachen können. Mit Main war ich nicht im Raid, da war ich in M Plus unterwegs. Und ja, der eine oder andere wird sich fragen, warte mal, M Plus, machst du? Ich dachte, du machst diese Season jetzt zumindest noch keinen M Plus. Ist richtig, ich habe ein relativ gutes Angebot gekriegt für einen Booster. Ich brauche ja diese ganzen 20er irgendwann für die Ports. Und dann dachte ich mir, ja komm, das ist eine gute Geschichte. Dazu werde ich dann aber mehr erzählen in meinem Waste-Video. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir erstmal rein, was dabei rausgekommen ist. Ich war ein paar 20er-Keys, wie gesagt, für die Ports. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir da. Wir hätten einmal die Tierhände und wir hätten eine Halskette. Die Halskette hat Crit Mastery drauf, heißt, das ist eigentlich ziemlicher Käse, wenn ich ehrlich bin. Bedeutet, die Hände, die wären natürlich schick, ne? Die sind jetzt blöderweise ohne Versa, aber ich hätte halt schon mal das Set drauf, ne? Das wäre halt schon gar nicht so verkehrt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme die Hände. Die scheinen schon ganz nice zu sein. Zumal ich vom Set noch nicht sonderlich viel habe. Da habe ich jetzt gerade mal zwei Teile aus dem NHC an, wo ich da letztens den Achievement Run gemacht habe. Und dementsprechend, ja genau, seht ihr hier. Ich kann dann, glaube ich, auch noch Teile umbasteln. Ich habe unter anderem aus den Runs einen Kopf und eine Brust. Die könnte ich in den Katalysator auch noch reinhauen, um das ein bisschen zu verbessern. Aktuell habe ich quasi vom alten und vom neuen Set jeweils ein Zweier-Set-Bonus an. Wie gesagt, ich habe hier auch einen Haufen Items aus den Runs bekommen und dementsprechend kann ich die auch umwandeln. Aber ich warte jetzt, bis ich mit allen 8 Keys fertig bin. Und dann schaue ich, was ich am Ende an Gear habe. Und das werde ich dann dementsprechend upgraden, beziehungsweise im Katalysator umwandeln. Ich kann es euch mal zeigen. Also es sind jetzt halt hier ein paar 20er-Keys und die war ich quasi noch gar nicht. Genau, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch auf dem Evoker und gucken, was ich da so drin habe. So, Udala, ich habe mich jetzt doch umentschieden. Und zwar wandle ich die Sachen gleich um. Einfach deswegen, weil ich mir denke, ich brauche ja sowieso das T-Mog, ne? Also selbst wenn ich jetzt irgendwie dann nächste Woche aus dem Vault eins der Teile kriege, die ich jetzt upgrade, kriege ich die ja dann auf Mythic. Und ich brauche ja eh den HC-T-Mog, ne? Also bleibt sich's eigentlich vollkommen gleich. Jetzt kann ich theoretisch den Kopf hier nehmen, den hier. Und, ups, warte mal, den will ich nicht anlegen. Weil der müsste ja HC-Item-Level dann sein, sowohl die Brust auch. Und ich habe ein paar Umwandlungen schon gespeichert hier im Katalysator. Und das können wir jetzt gleich machen. Dann habe ich auch schon 4er-Set-Bonus, oder? Das wird dann zum HC-Item und ich müsste... Oh, das ist ja Crit und Tempo drauf, das ist ja ganz schlecht. Na gut, was will man machen? Wäre mir zwar lieber, ne? Aber erstmal Set-Bonus und dann kann man weiter gucken. Also jetzt haben wir das hier einmal umgewandelt. Und die Brust, die kann ich eigentlich auch direkt noch umwandeln. Beziehungsweise, das habe ich hier noch Schönes. Könnte ich sogar noch mehr Teile. Ich habe hier nur einmal Schuhe und einmal eine Taille. Vielleicht kriege ich da sogar Items mit Versa raus. Dann würde ich sie sogar gleich umwandeln. Also, die beiden können wir jetzt schon mal anziehen. Hätte ich gesagt. Also den Kopf und die Brust. Also das können wir dann auf jeden Fall wegtun. Das brauchen wir nicht mehr. Und damit haben wir jetzt tatsächlich den 4er-Set-Bonus. Ja, vor allem Plätten, 20% mehr Schaden, ist natürlich schon eine schicke Angelegenheit. Und dann noch ein bisschen extra Gesundheit nimmt man natürlich auch mit. Genau, jetzt kann ich noch gucken, was wird denn hier rauskommen? Na gut, da kommt Crit-Tempo raus. Da habe ich zumindest ein bisschen Versa drauf. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so um. Und was kommt bei dem Gürtel raus? Versa-Mastery. Ganz ehrlich, den Gürtel, den könnte man sogar umwandeln. Was kriege ich denn da raus? Normal kriege ich da raus. Da warte ich erstmal noch. Je nachdem, was ich bei den Twinks noch habe. Aber der wäre theoretisch auch gut, ne? Der wäre jetzt vom Item-Level das gleiche, was ich schon habe, ne? Also... Da warten wir jetzt erstmal noch und ja, jetzt würde ich aber sagen, loggen wir wirklich rüber zum Evoker. So, Udala, dann bin ich auf meinen Evoker und ja, der hat mittlerweile ein Gear von 414. Ich war, glaube ich, im NHC, genau, und ja, 4er Set-Bonus hat er mittlerweile auch schon.
brauche ich jetzt nicht unbedingt, sage ich euch ganz ehrlich, mir geht es eher um dieses Legendary-Teil, aber wenn wir da raus noch ein bisschen T-Mog mitnehmen, würde ich natürlich nicht nein sagen. Und jetzt gucken wir mal rein, was wir drin haben. Auf irgendwas, was mir noch was bringt. Okay, also wir kriegen 4 Teile. Dann haben wir einmal den Stab. Gut, den habe ich schon T-Mog-technisch. Dann haben wir die Hände. Die habe ich auch schon T-Mog-technisch. Und dann haben wir die Brust. Die brauche ich noch. Also ist das ein No-Brainer. Dann haben wir jetzt quasi alle 5 Set-Teile. Und ich habe dementsprechend dann auch einmal hier das T-Mog von dem Ding. Das ist sogar auch Item-Level-technisch noch ein Upgrade. Na wunderbar. Gut, wir sind immer noch 414, also das hat jetzt nicht so viel getan. Wobei, ich kann es, glaube ich, vielleicht noch einmal upgraden. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Und jetzt schauen wir auch noch mal rein, wie es mit dem Set an sich aussieht. Also vom Normal habe ich jetzt fast alles, ne? Also das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und theoretisch, wenn ich mit dem ein paar Abzeichen farmen würde, dann könnte ich, glaube ich, das Normal-Zeug auf HC upgraden, meine ich zumindest. Eventuell kann ich dann das HC-Set auch damit noch holen. Aber da muss ich mal gucken, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also wie weit kann ich das jetzt upgraden ohne die größeren Teile? Ah, nur um 1, ne? Okay. Ja gut. Auf 424 kann ich alles upgraden. Ich meine, wenn ich dann auf 428 komme, dann müsste es das HC-T-Mog sein. Dafür bräuchte ich aber dann die höheren Abzeichen und ja, die habe ich aktuell noch nicht. Aber gut, wir werden gucken. Eventuell kommt es ja noch dazu. Und ja, damit sind wir wieder durch mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht so Tolles bekommen habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.